Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Matthias. Und ich bin die Josie. Hi. Was hast du denn heute Schönes dabei? Ich habe ein ganz knuffiges Häschen dabei. Von? Lotz. Ja, von Lotz. Ja. Die Diamond Blocks sind das. Genau. Also, richtig. Sehr komplex mal wieder. Ja. Muss ich sagen. Die ganz, ganz, ganz kleinen Steine sind das. Ja, du hast ja schon Erfahrung damit gemacht, mit dem Einhorn, gell? Wir haben ja zusammen das Einhorn vorgestellt mit der Spieluhr, was ich sehr schön fand. Meine Tochter hat sich drüber gefreut. Das glaube ich. Es ist schon, wenn man zu große Hände hat, ist es schon ganz schön eine Frickelei, gell? Aber es ist halt absolut mal was anderes. Ja. Finde ich auch. Also wir haben ja hier auch wieder dieses komplexe Bauen, dieses, wie ich es nenne, kombinierte Bauen, was mich auch ein bisschen geärgert hat. Das zeige ich euch gerade mal. Geärgert hat es dich? Ja. Oh Gott. Naja, weil das doch sehr anspruchsvoll ist. Und naja, wie der typische Anleitung in Posterform. Ja, ich sitze dann oft auch da und denke mir, bist du zu doof oder was? Erkennst du es nicht? Das ist schwierig. In der Bauanleitung, es werden die Teile nicht wirklich aufgezeigt. Mhm. Man sieht am Anfang ein paar Teile, die herausstechen, die besonders sind. Aber alle anderen Teile muss man sich dann halt raussuchen und zusammensuchen. Genau das Problem hatte ich ja auch bei dem Einhorn, dass einfach der Teilekasten nicht da ist. Und das finde ich schwierig. Also wenn man schon so kleine Teile hat und man kann sich die vorher raussortieren, super, dann kannst du es auch verbauen. In den Anleitungen ist es halt so, man muss genau hingucken, was brauche ich da jetzt? Und dann kann man es erst setzen. Und da kann man sich auch ganz schnell mal vertun. Ja. Richtig. Ja. Und dann diese kleinen Steine wieder auseinander zu bekommen, viel Spaß. Das ist schon... ja. Aber ich muss sagen, also wenn man erstmal diese erste und die zweite Grundplatte gebaut hat, also den hier, ich habe mit dem Kopf zum Beispiel angefangen, und als ich dann den Hals erstmal gebaut hatte, war es auch einfach, die restlichen Steine draufzusetzen. Hm. Da war das Verständnis auch da und dann ist es dann gefloppt, dann ist es gut gegangen. Aber auch unten bei den Füßen wieder und bei dem Bauch. Ja, bis man den Anfang man hat, weil am Anfang baut man ja erstmal so in der Luft praktisch. Ja. Also es ist nichts verbunden. Genau. Und ich mache dann das praktisch immer so, dass ich zum zweiten Schritt gehe und den nehme und dann auf den ersten Schritt draufbaue, dass ich schon ein bisschen so die Grundform habe. Ja, genau. Ich glaube aber auch, dass man das nur so hinbekommt. Ja. Nur wenn man sich schon mal B und C anschaut und dann guckt, wie sieht es denn bei dem nächsten Vorgang aus und wie ist denn der nächste Schritt da, erkennt man, oh, ich brauche diesen Stein und den. Also das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn wir das erwähnen, damit ihr dann auch wisst, was muss ich machen, auf was muss ich achten, damit es ein bisschen leichter von der Hand geht? Denn süß sind sie. Ja, also die sind schön. Der Vorteil an diesen Diamond Blocks ist halt, dass man sehr detailliert bauen kann. Ja. Umso kleiner, umso mehr Details, umso schöner kriegt man das hin. Ja. Genau, und der ist doch sehr schön. Ja. Guck mal, der kann hier vorne, der kann seine Ärmchen bewegen. Oh, süß. Ja, gell? Und hier hinten hat er auch noch ein kleines Schwänzchen, ein Hoppelschwänzchen. Ja, ich finde den süß. Ja. Mir hat er gefallen. Vor allem, der sieht halt, von der Farbe her macht er so einen sehr, sehr niedlichen Eindruck. Mhm. Aber von dem Gesichtsausdruck... rosa Häschen. Schau dir doch mal die Augen an. Schön. Ich finde, der sieht aus, als hätte er etwas zu verbergen. Als könnten dort auch ein paar so Teufelshörner rauskommen. Ja, aber auch um die Details nochmal so. Wir haben ja noch so einen Australian Shepherd. Genau. Und da sieht man mal halt, wie schön man das da... praktisch bauen kann, ja, also die Details, wie die Formen, wie schön man die hinbekommt. Bei Diamond Blocks ist es halt so, man hat nicht so viele verschiedene Teile, halt einmal zwei, einmal vier, kleinere Platten und so, zweimal vier und so. Aber dafür entsteht dann sowas. Richtig, Also es ist nicht, die Teilevielfalt ist jetzt nicht so groß wie jetzt zum Beispiel wie bei Mini-Blocks. Genau. Mini-Blocks, da hat man ja alles, was es gibt, die Slopes, das können wir ja mal die Felgen, alles Mögliche. Hier zeigen. Ah, also genau. Das ist ja jetzt die komplette Teileliste. Und es ist doch sehr überschaubar. Hm. Also für Diamond Blocks und dafür, dass wir hier 880 Teile haben, ist es überschaubar. Ja, schön. Hat es dir denn Spaß gemacht? Ja, also das Bauen an sich hat mir Spaß gemacht. Deine Söhne geholfen? Nein. 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 Diesmal nicht? Nein, die haben die kleinen Teile gesehen und haben direkt gesagt, Mama, nein. Lieber große Sachen bauen. Ja, der Kleine hat ein bisschen versucht mitzusuchen und wollte helfen. Ja. Und der hat aber nach kurzer Zeit dann auch wieder aufgegeben, weil ihm das dann
ja, nee, ja, nicht so gefallen hat. Ist schwierig. Also meine Tochter, die jetzt 6 ist, wollte ich ja auch das Einhorn, das das mit mir baut. Und weil der Teilekasten einfach fehlt, war es zu schwierig gewesen. Ja, gut, schön. Ja. Also wer sich sowas gerne ins Regal stellen möchte, weiß nicht, wie lange hast du da ungefähr gebraucht, so schätzungsweise? 5 Stunden. Ja, also ist es eine schöne Beschäftigung. Ja, ja, finde ich auch. Also es hat ja auch Spaß gemacht. Ja, schön. Gerade weil es auch so eine kleine Herausforderung ist. Und wenn man das dann hinbekommt, wenn man das, dann diesen Erfolg erzielt. Das sind die Diamond Blocks alle. Also man darf nicht so große Hände haben, man muss Geduld haben. Man muss wirklich gut hingucken. Und wenn man das alles geschafft hat, dann kriegt man so ein schönes Modell hin. Richtig, ja. Ja, wenn du möchtest. Ja, wir haben hier zusammenfassen. Das Kaninchen Tutu Diamond Blocks, die Setnummer 9239 von Lotz mit 880 Teilen. Der Preis liegt bei 9,95 €. Dank der Mehrwertsteuer haben wir ihn jetzt, glaube ich, nur noch bei 9,20 €. Okay. Mehrwertsteuersenkung. Und die Abmessung ist 7,5 x 8 x 15 in der Höhe. Komplexität? Was? Anspruchsvoll. Anspruchsvoll, ja, ja klar, das sind die Diamonds alle. Ja. Richtig, es hat auch eine Altersvorgabe von 14 plus und ich denke, das kommt auch hin. Ja. Also eine 10-Jährige oder ein 10-Jähriger wird es wahrscheinlich auch schaffen, aber bevor Frust aufkommt. Das ist schon eine kleine Herausforderung. Das stimmt. Ja, schön. Gut, dann haben wir das ja für heute wieder. Ihr wisst, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst und gibt es mehr. Viel Spaß beim Bauen. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. Der ist aber auch wirklich mit dem abgeknickten Ohr hier. Ja, gell? Finde ich echt toll. Oh. Und da habe ich mich aber am Anfang verbaut. Ich habe nämlich die langen Teile, die habe ich hinten dran gesetzt und die kurzen nach vorne. Okay, okay. Und dann musste ich das alles wieder abmachen. Ah. Das war nervig, aber jetzt ist er schön. Genau.